Mein persönlicher Lieblingssong von dem jungen Herrn. Definitiv. Ja. Okay. Neue Welt. Der letzte Kampf für den Frieden hat begonnen. Das Bild vom Militär bricht die Deckung Richtung Front. Man will Ordnung aus dem Chaos. Dazu ein blindes Volk, Pulver fast der Ost. Die Konflikte sind gewollt. Gestern war es der Irak, irgendwann kam Libyen. Morgen ist es der Iran, heute ist es Syrien. Alles geplant, denn da oben läuft ein Schachzug. Die Bilderberger haben ihren Finger auf den Abzug. Weil ich war zu vergewaltigt, ich den Beat. Ich bin gegen Zionisten, doch kein Antisemit. An Tagen wie diesen, zwischen Hass und den Krieg, profitieren die Banken, während sich alle bekriegen. Hinter den Kulissen baut man heimlich eine neue Welt. Eine Welt, in der man Gott unter den Teufel stellt. In dieser Scheinwelt ist nicht alles echt. Ich wünsch, ich würde lügen, doch ich weiß, ich habe recht. Ist das hier nur ein Traum oder die Wirklichkeit? Ich wache schweißgebadet auf und weiß, es wird nicht leicht. Ich sehe eine schöne Welt, doch leider nur im Traum. Oder vielleicht muss ich lernen, einfach wegzuschauen. Ist das hier nur ein Traum? Sag, ist das die Wirklichkeit? Ich wache schweißgebadet auf und weiß, es wird nicht leicht. Mit großen Schritten betreten wir die neue Welt. Ich werde dich immer lieben und ich nie vergessen, alte Welt. Wer kennt es nicht? Das Zeichen der Freimaurer. Die Pyramide mit dem Auge auf der Steinmauer. Ich hab das Spiel durchschaut und wach so auf. Glaub mir, dann wird vieles zu Staub. Ich bin wach, doch kein Verschwörungstheoretiker. Facebook, Smartphone, wer hört schon auf Politiker? Stasi 2.0, sie beobachten mich. Die NSA checkt mich aus und begutachtet mich. Digitalisierte Welt, Folgen der Gesellschaft. Die neue Welt unter Kontrolle einer Weltmacht. Ich web über Sachen, die schieflaufen. Diese Kinder, die die Schule schwänzen und mit 13 schon Weed rauchen. Heutzutage tut man Fotzen im Internet. Parallel dazu ist im Osten ein Kind verreckt. Jeder tut es und keiner warnt zu Vorsicht. Mich hat schon ein Junge, der allein auf ein Tor schießt. Ist das hier nur ein Traum oder die Wirklichkeit? Ich wache schweißgebadet auf und weiß, es wird nicht leicht. Ich sehe eine schöne Welt, doch leider nur ein Traum. Oder vielleicht muss ich lernen, einfach wegzuschauen. Ist das hier nur ein Traum? Sag, ist das die Wirklichkeit? Ich wache schweißgebadet auf und weiß, es wird nicht leicht. Mit großen Schritten betreten wir die neue Welt. Ich werde dich immer lieben und ich nie vergessen, alte Welt. Auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung und aus dieser Podiumsdiskussion zeigen wir Ihnen jetzt Ausschnitte. Aufgepasst. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine klare politische Ordnung, dann wird man nicht umhin kommen, an einigen Stellen auf Souveränität Rechte an andere abzugeben. Perfekte Schlappe. Notwendigerweise fragen wir uns, was Rechte abzugeben. Die Bilderberger! Die Rolle Deutschlands sein, was auch vor allem die Rolle Europas sein, in einer solchen Ordnung. Ist das hier nur ein Traum oder die Wirklichkeit? Ich mache Scheißgebadet auf und weiß, es wird nicht leicht. Ich sehe eine schöne Welt, doch leider nur ein Traum. Oder vielleicht muss ich lernen, einfach wegzuschauen. Ist das hier nur ein Traum? Sag, ist das die Wirklichkeit? Ich mache Scheißgebadet auf und weiß, es wird nicht leicht. Mit großen Schritten betreten wir die neue Welt. Ich werde dich immer lieben und dich nie vergessen, alte Welt. Dankeschön. Ich sag's nochmal, fick die Bilderberger! Okay, wir machen später weiter, oder?